Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Long Dark. Mein Name ist Taladir. So, dann gehen wir mal rein in die Abandoned Mine. Ah, da haben wir es. Hip, hello. Falls hier irgendwelche Monster drin sind, ich habe keine Lust, irgendwas mit euch zu tun zu haben. Dementsprechend, geht bitte weg und sterbt. Einen qualvollen Tod, ohne dass ihr mich behelligt. Woodmatches brauchen wir nicht, haben wir genug. Wasser kann man nie genug haben. Plastikcontainer, will ich schon drunter. Einfach schon nochmal. Basic Glyphs und Basic Wühlhead. Oh, einfach schon nochmal. Das ist ja größte. Ich weiß nicht, warum ich da jetzt gerade in. Ins Sächsische umgesprungen bin. Weiß es nicht, wir haben gar nichts mehr dabei, um unsere Sachen zu reparieren. Das ist nicht gut. Aber egal. So, bitte hier keine Monster oder sonst irgendwas drin sein. Keine Jumpscares. Da habe ich sowas von gar keine Lust. Weil Jumpscares sind somit das lächerlichste, was es im Horrorgenre gibt, besonders wenn es so ein Film, ja, ein Film ist, der halt komplett darauf setzt, so irgendwie so, ah, es ist leise, es ist ruhig. Dann kommt wieder der Spruch, ist das der Wind? Und dann, Jumpscare, First Aid Kit. Was haben wir hier drin? I'll take Candy it. Bar, sehr schön. Eine Bandage, noch eine Bandage. Oh, eine Rifle Round. Metal Container. So. Irgendwas müssen wir jetzt wegschmeißen. Das geht nicht. Wir sind schon wieder überladen. Das kann doch wohl nicht sein. Oh Mann! Was schmeißen wir weg? Was schmeißen wir weg? Einmal das. Wir haben eine ganze Menge Wasser, aber das brauchen wir. Wir hauen uns diese. Oh! Okay. Dann. Das kann weg. Das trinken wir mal. Ich hoffe nicht, dass wir daran jetzt zugrunde gehen. Denn wir haben ja nichts mehr zum. Oder haben wir ja nichts zum Schlafen. Obwohl doch, ich hatte die Bedroll. Na gut. So, dann die Actions. Harvest. Haben zwar nicht wirklich Zeit dafür, aber das macht nichts. Dann haben wir hier nämlich schon mal wieder ein bisschen Platz. Hier ist. Da lang geht's, okay. Oh, schön. Hallo. Den hast du doch ein bisschen erwischt. Storm Lantern? Ne, brauchen wir nicht. Wir haben ja unsere. Wow. Die können wir ja auch reparieren. Ich glaube, einmal Scrap Metal habe ich ja noch dabei. Ich bin gerade voll angespannt. Ah! Oh Gott, hier passiert doch gleich irgendwas. Irgendwas hüpft uns doch hier gleich an. Und Bär, der hier drin meinen Winterschlaf zu machen. Hello, ich schlaf hier. Bläh, tot. Stacy's Grape Soda. Nehmen wir mit. Auch wenn wir jetzt wieder überladen sind. Aber das müssen wir jetzt einfach eingehen. Candy Bar, sehr schön. Da werden wir gleich mal was von futtern. Beef Jerky, können wir das gleich essen? 21%. Nein. Summit Soda. Da war irgendwas. Hallo? Ich tu euch nichts. Möchte hier nur durch. Pretty please.
Oh, das sieht aber schon mal ganz gut aus. So genau kann ich mich nämlich da gar nicht mehr dran erinnern, ob ich hier jetzt durchgekommen bin oder nicht. Okay, da drüben ist Munition. Die sollten wir uns, glaube ich, holen. Irgendwie. Hallo? Ach komm, du hast doch Arme. Ach, shit. Egal, wir müssen hier raus, wir müssen hier raus, wir müssen hier raus. So. Trotzdem wäre es sehr, sehr schön gewesen, hier drin noch irgendwas Nützliches zu finden. Gehen wir mal hier hoch. Ah. Oh, I could just lay down and have a little sleep right here. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Es tut mir auch leid, dass ich dich jetzt hier so rumscheuche. Wir haben noch 5 Stunden. So, dann schmeißen wir uns nochmal für 2 Stunden hin. Oder waren es drei? Ich habe keine Ahnung. Piep, piep. Nein, ich habe die Lampe nicht ausgemacht. Ah, gut, da sollte ich beim nächsten Mal drin. So, jetzt sind wir hier raus und ja. Dann gehen wir mal los, wa? Ah, wir sind endlich in Pleasant Valley angekommen. Wenn ich den Weg jetzt hier aus meinem Gehirn noch irgendwie richtig mitbekommen kann, wäre das schön. Aber im Freien zu übernachten, das können wir gleich abschreiben. Da sind wir nämlich schneller tot, als wir sagen können, meine Güte, das ist ja richtig kalt hier. Ich glaube, ich bin jetzt tot. Ja, und ich glaube, ich habe mich jetzt schon verlaufen. Ach, warum haben wir denn auch so ein Glück? Also mal ganz ehrlich, warum haben wir so ein Glück? Oder ich so ein Glück? Dass hier nichts zu finden ist. So ein Scheibendreck. Ah, Straße, Straße, Straße. Oh Gott, bitte tu dir nicht weh, bitte tu dir nicht weh, bitte tu dir nicht weh, bitte tu dir nicht weh. Oh, sehr schön. So, Straße haben wir. Ich glaube, hier lang war das. Oh, fuck, bitte irgendwo ein kleines Haus. Ist mir egal, was da drin ist. Oh, shit, wir sind so müde. Die Alte muss sich dringend ausruhen. Ach, aber komm, Jenny, du schaffst es. Du hältst noch durch. Wenigstens bis zum nächsten Haus. Bitte. Da. Da. Rural Crossroads. Oh Gott, bitte sei offen, bitte sei offen, bitte sei offen, bitte sei offen, bitte sei offen. Yes. Woo. Oh, na, ganz toll. Na, großartig. Start Fire. Okay, geht schon mal nicht indoors. Shit. Ja, dann schauen wir mal, ob wir das überleben. Wir futtern uns vorher noch mal einen kleinen Bauch an.
kann nämlich nie schaden. Mit irgendwelchem Zeug, das nicht mehr allzu gut ist, denn das gute Zeug, das will ich halt aufheben. Du kannst weg. Wie sieht's aus? Hunger. Hunger haben wir noch. Hunger, Hunger, Hunger. Ich vermisse dich wie den Hunger. Oder mir sowas. Keine Ahnung. Okay. Dann Bedrohl. Ja, mach mal 10 Stunden. Penn mal 10 Stunden. Wir haben noch genügend Futter da. Und auch noch genügend Wasser. Obwohl. Wasser haben wir noch 3 Liter. Sehr schön. Water that is safe to drink. Hunger. Also gibt es nochmal so ein Colony. Und noch ein. Beef Jerky auch super. Denn wir hauen uns jetzt nämlich nochmal für 2 Stündchen hin. Und dann geht es weiter. Pigup. So, ich sehe wieder nichts. Da ist ein Plastikcontainer. Pork and Beans. Beef Jerky. Sehr schön. Salty Crackers. Die haben 36%, 600 Kalorien. Hauen wir unseren. Müssen wir gleich nochmal was trinken, aber das kriegen wir hin. So, Tür. Hallo. So, die Frage, die sich mir dabei stellt, ist, warum baut jemand hier so mitten ins Nirgends so eine kleine Hütte dahin? Oh. Wo da drüben auch noch eine kleine Hütte steht. Ah, okay. I see what you did there. Hier haben wir Candy Bar mit 63%. Brauchen wir erstmal nicht. Yes, noch eine Flare. Geil. Da hinten ist Cloth. Cloth nehmen wir nochmal mit. Dann gehen wir hinten nochmal rein. Cloth. Okay. Gut. So. Raus und drüben an das andere Haus. Das ist nämlich ein bisschen garöser. So, die Frage ist, was wir hier eigentlich suchen. Wir haben eine Menge zu essen. Wir holen uns jetzt da am Klo, holen wir uns nochmal Wasser. Kalorien haben wir alle. Ja. Guck mal, einfach mal einen Dosenöffner wäre gut. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Dosenöffner wäre auf jeden Fall sehr, sehr gut. Oh, oder ein Antiseptikum. Natürlich. Gargas. Gargas brauchen wir nicht. Upp. Searching, searching. Gar nix. Na gut. Yay, Lantern Fuel. Nein. Ja, roh brauchen wir nicht. Immer sollte ich jetzt gerade sagen, ich habe es aber vergessen. Ich bin irgendwie der Meinung, dass so eine Erfahrung hier mit Überleben und bla und Tasse nicht gesehen, irgendwie schon ziemlich Premium Wintercoat. Yes. Sehr schön. Yes. Ah, geil. So, das ist nämlich das Ding, was ich vorhin haben wollte. Ja, was ich erzählen wollte. Ich bin einfach der Meinung... Oh.
Oh. Das Ding ist wesentlich besser, dann nehmen wir den doch mal. Haha. Brauchen wir auch gar nicht reparieren. Ja, das ist so die Erfahrung, dieses, du bist jetzt im Wald und jetzt mach mal, dass die irgendwie schon recht interessant und spannend sein muss. Aber natürlich halt unter kontrollierten Bedingungen. Also ich habe jetzt keinen Bock, da irgendwo in die kanadische Wildnis zu trampen und mich da durchzuschlagen. Aber wie gesagt, ich denke, dass diese Erfahrung echt interessant sein dürfte. Nur ich weiß halt mit absoluter Sicherheit, dass ich nach 2 oder 3 Tagen tot wäre. Wenn ich überhaupt so lange durchhalten würde. So, wie sieht's mit deiner Müdigkeit aus? Gar nicht. Du bist ein bisschen dürstig, also. Nee, brauchen wir noch nicht, brauchen wir noch nicht, brauchen wir noch nicht. Oh, habe ich noch nicht durchsucht. Sehr schön. Wenigstens haben wir jetzt hier schon mal eine richtig schöne Heizgedöns. 0,5. Das können wir schnell harvesten. Auch wenn es halt nur ein halbes Kilo ist. Aber naja, das kriegen wir schon hin. Dann holen wir da noch mal was raus. Also wir sind schon mal sehr gut eingepackt. Das ist schon mal das A und O. Das tragen wir, das reparieren wir mit. Nein, mit dem angefangenen. Sorry, hat mir gerade im Auge gerieben. So, dann haben wir noch irgendwas zu reparieren. Die Mittens sind auf 97%. Na gut, das ist jetzt nicht so dramatisch. Das ist auf 100%. Die Socken. Die sind auf 77%. Die stopfen wir nochmal schnell. Und dann sind wir auch schon wieder am Ende. Wow. Das ging ja trillipampi. So, 14, 9. Sehr schön. Wir trinken noch einen Schluck. Bug. Sehr schön. So, und damit sind wir auch schon wieder vorbei. Wie immer, vielen herzlichen Dank fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr einen Comment oder ein Abo oder einen Daumen nach oben da lassen. Da würde ich mich sehr, sehr darüber freuen. Ansonsten wünsche ich euch wie immer einen wunderschönen Tag. Alles Gute, mein Name ist Taladir und ich hoffe, ich sehe euch in der nächsten Episode von The Long Dark wieder. Bis dann, tschüss.